Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LEGO 2K Drive. In der letzten Folge haben wir die letzten Flaggen sammeln können, sodass wir heute beim Schreckheim Grand Prix mitmachen können. Dich in der Schreckheim Grand Prix Arena zu besiegen und... ach, Mist. Im Kalender steht, dass ich heute zur Zahnsanierung muss. Ich würde ja absagen, aber ich will die Gebühr nicht bezahlen. Und Mundhygiene ist sehr wichtig. Jemand aus meiner Shadow Gang wird dich schlagen müssen. Und wird es. Naja, das glaube ich eher weniger Shadow Sea. Aber so wie es aussieht, ist das die vorletzte Mission, bevor wir die letzte Sache, bevor wir in den Sky Grand Prix kommen. Das ist die dritte und letzte Grand Prix Arena direkt in Schreckheim. Und erneut, obwohl Shadow Z hier mehrfach gesehen wurde und ich direkt mit ihm gesprochen habe, behauptet er, nicht hier zu sein. Aber es sind viele bekannte Rennfahrer vor Ort, die alle hoffen, die begehrte Medaille zu gewinnen. Wird Laumina die Ziellinie zieren? Wird Baron von Rose einen epischen Sieg einfahren, Bro? Wird Max Speed Gefahr Speed zum Sieg rasen? Das sind alles schlaue Fragen, Vicky. Und der beste Fahrer wird sie beantworten. Okay. Nur weiß ich nicht, ob danach direkt im Sky Cup weitergeht oder ob wir davor noch weitere Rennen kommen. Lass uns überraschen, ich habe keine Ahnung. So. Das stimmt, ich kann ja keine Items benutzen, weil ich dafür ein Ding habe, oder? Nee, ich glaube, ich habe umgetauscht. Ich glaube, ich kann jetzt irgendwie Items benutzen. Werden wir gleich sehen. Ich glaube, ich habe die Extras mal getauscht. Nee, habe ich nichts. So. Alter, Bro, what? Wie, ach so, Bro. So. What? Ich wollte gerade schon sagen. Wie viele Runden gibt es denn? Drei Stück. Schade, hat nicht funktioniert. So. Habe ich schon gecheckt. Danke, Game. Nur bin ich jetzt gerade in dem größten Rotz überhaupt gelandet. So. So. Bro, what the fuck geht hier gerade ab? Das ist die neueste Technologie. So. So. Ich bin groß. Wie zum Geier hat jetzt gerade... Boah, hat das nicht funktioniert. Du musst schneller fahren, nicht langsamer. Ich bin noch dabei. Und wieso hast du gerade gesagt, ich muss schneller fahren und nicht langsamer? Ich fahre die ganze Zeit schon schnell. Achte auf fliegende Trümmer. Ja. Achte ich schon. Achtung! Bro, what the fuck? Du wirst beschossen! Hit. Over und up. So, perfekt. Erster. Schreckheim Champion. Auch wenn es am Ende doch relativ knapp wurde, hat es funktioniert. Damit können wir jetzt
beim Sky Grand Prix mitmachen. Perfekt. Jetzt steht es fest. Das junge Renntalent ist offiziell im Sky Cup Grand Prix. Oh Mann, ich bin neidisch. Ich will auch. Parker, wir fahren hin. Ach ja, wir sind ja wichtige Kommentatoren. Das heißt, wir sind absolut unverzichtbar. Sehr gut gefahren. Triff mich bei der Racington-Rennbahn. Ich weiß jetzt, wie wir dich hoch ins Sky-Stadion bringen. Wuhu! Und los! Du hältst dich für was richtig Großes. Was? Gib's zu. Irrtum. Ihr beide seid gleich groß. Nur weil du meine besten Fahrer besiegt hast, wie... Fahrer Nummer 1 und Fahrer Nummer 3. Was ist denn mit Nummer 2? Wow, er hat auch einen Namen, ja? Und er ist zufällig... Carla. Jeff heiße ich. Keine Sorge, mir geht's gut. Ist nur etwas eng hier. Ist mir egal. Und du heißt ab jetzt nur noch Carla. Aber ich bin Carla. Hallo, Carla. Keiner heißt Carla. Was mache ich nur mit euch Spatzenhirnen? Das nennt ihr schnell? Dabei ja der 286er Mikroprozessor aus dem Jahr 1982 noch schneller. Schlag ein. Oh, tu doch nicht so, als ob du dich an den nicht mehr erinnern könntest. Ich bin nicht alt. Du bist alt. Ah! Starte die Rakete. Okay. Dann müssen wir zu noch hochkommen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ob dann direkt schon der Sky Cup Grand Prix kommt oder nicht. Werden wir dann schon sehen. Unglaublich! Der Bricklandia Rennverband und ich freuen uns, dir deine letzte Grand Brick Arena Medaille zu überreichen. Ich kann es kaum erwarten, dich beim Sky Cup Grand Prix fahren zu sehen. Eigentlich muss ich ja neutral sein, aber du hast das Zeug zum Champion. Du bist jedenfalls viel besser als der Amtierende. Das war ganz schön dramatisch. Aber wusstest du, was das bedeutet? Wir sind auf dem Weg zum Sky Cup Grand Prix. Allerdings glaube ich nicht, dass Fledermäuse oder Raketen die nötige Höhe erreichen können. Ich bin dir weit voraus. Ich weiß einen Weg, ohne Fledermäuse oder Raketen ins Rennen zu kommen. Noch völlig unerprobt. Ich bereite alles vor. Tja, Cem, das ist der Moment, auf den wir hingearbeitet haben. Also nicht genau dieser. Aber der Moment wird gleich kommen. Du weißt, was ich meine. Triff mich beim Turbofeld. Und danach geht's auf zum Sky Cup Grand Prix. Okay, dann... fahren wir gleich in den Sky Cup Grand Prix. Wie es aussieht, sind wir vielleicht diese Folge fertig mit dem Game. Klar, es gibt noch Nebenmissionen oder sonst was, aber ich bleib bei den Hauptrennen. Perfekt. Was sagst du, Renntalent? Bist du bereit für den Ruhm? Bist du bereit, am Sky Cup Grand Prix teilzunehmen? Ja. Auf die Antwort hatte ich gehofft. Gütiger Schrott, du hast eine Rakete gebaut. Nein, keine Ahnung, wo die herkommt. Wäre aber keine schlechte Idee gewesen, was? Egal. Jedenfalls, hier ist unser Transportmittel. Eine Frage. Wie funktioniert das Ding genau? Ich gebe dir das Signal und dann halte ich gut fest. Ah, ja. Ich werde ihn fragen. Entschuldige bitte. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Klar bin ich das. Er sagt ja. Verlier nur nicht das Bewusstsein. Was? 3, 2. Oh mein Gott! Okay.
Alles klar. Mist! Jetzt muss ich ein echtes Rennen fahren mit echter Konkurrenz. Nicht eins von diesen getürkten Shadow Z gewinnt Rennen. Also nicht, dass ich das jemals nötig gehabt hätte. Will jemand ein Autogramm? Sonderpreis. kann ich ein Autogramm haben? Nicht zu glauben! Dank euch Schwachmaten muss ich dieses Mal richtig antreten. Erinnert mich daran, dass ich euch nach dem Rennen alle zum Arzt bringe. Ihr scheint nämlich eine Siegallergie zu haben. So, weiter. Los! Endlich okay, ist dann ist es tatsächlich das Finale jetzt. Zeit herauszufinden, interessant. Wer der beste Fahrer in Bricklandia ist. Der amtierende Champion Shadow Z ist auch hier und trägt sein Spielergesicht. Oder ist es ein genervtes Wartengesicht? Schwer zu sagen. Man konnte sehen, wie Shadow Z's Gang sich durch Fangenspielen auf das Rennen vorbereitete. Dann definitiv sein genervtes Gesicht. Heute, und das scheint etwas unfair, tritt nur ein Fahrer gegen Shadow Z und seine gesamte Shadow Gang an. Wird Shadow Z, der mutmaßliche Dauerschummler, den Titel verteidigen? Oder entreißt das Renntalent den Shadows den Sky-Pokal? Okay, also nur gegen Shadows Z. Also nur Nummer, Fahrernummer 5, 6, 2, 0, 3 und 4. Warum fährt Nummer 3 mit? Aber wo ist Nummer 1? Wo ist Fahrer Nummer 1? Ich bin so gut, dass es fast schon unfair ist. Was? So. Wie zum Geil bin ich Fünfter? Du brauchst einen Boost. So. What the fuck? Bin schon dabei. Ich werde dich melden. So. Bro, es hat vier Runden der Sky Cup Grand Prix. Das wird übel. Bro. Wo ist denn Fahrer Nummer 5? Da vorne irgendwo. So. Okay, interessant. Ich bin die Nummer 1. Echt? Er nennt mich so. Gut gemacht. So, die sind weg. Da hinten ist der Fahrer, den wir überholen müssen. Häng deinen Schrotthaufen mal in Schwung. Serpentina, Serpentina. Gut. Lass ja die Finger von diesem Pokal. Moinsen. Du bist zurückgefallen. Oh, tschüss. Ja, weil das Game mich einfach nicht sofort zurückgesetzt hat. Na, das würde ich nicht mehr schaffen. Der Sky-Pokal gehört mir. Glaube ich eher weniger, aber gerne. Du meinst? Ach, da sind sie sogar. Was? Bro, what the fuck war das gerade? Holy shit. So. Du bist an der Spitze. Okay, die Abkürzung muss ich auch in der letzten Runde nehmen. Da ist ja auch eine Abkürzung hier gewesen. Gut. So. Du
Wir sind noch nicht in der letzten Runde, also muss ich noch nicht Gas geben. Noch eine Runde. Gut. So, perfekt. Gut. Gut, passt. Ach, da ist die Abkürzung. Hey, wer fährt gern Rennen? Oh nein! So. Echt jetzt. Das Rennen haben wir verloren. Sky-Pokal schon fast. Ja, weil die scheiß Explosion mich einfach komplett umgedreht hat. Das ist nicht fair. Natürlich. Weil die scheiß Explosion in der letzten Runde mich einfach gerade weggeknallt hat. Komplett umgedreht. Klar verkacke ich dann. Nee, das war gerade extremer Betrug in der letzten Runde. Dass der mich einfach umdreht, die scheiß Explosion, ne? So. So. Was auch immer das gerade war, ist auch Betrug gewesen. Gut. Ja, hier kann ich abkürzen. Weiß ich doch, Start. Du bist echt ein Ass am Steuer. So, bin trotzdem fast letzter hier. Naja, das war gerade extrem unfair und es wird wahrscheinlich auch andauernd extrem unfair bleiben. Shadow Z ist nie der Letzte. Außer im Alphabet. So. Verlier schön. Führungsposition. Gut. Ja, perfekt. Das ist nicht gut. Du musst schneller fahren, nicht langsamer. Der Fehlergrad-Game war das, dass eine Attacke mich direkt auf dem Beschleunigungsstreifen getroffen hat. Und ich dadurch verkackt habe gerade. So. Fahrer Nummer 2 ist jetzt auf Platz 2 und Fahrer Nummer 3 auf Platz. What? Ich fahr doch drauf. Du führst das Feld an. Okay, das war sehr interessant. Du hast es raus, das ist mal klar. Perfekt. Du bist echt ein Ass am Steuer. So. Ja, der Betrüger. Der weltbekannte Betrüger. So. Jetzt läuft es deutlich besser als davor. Team Shadow Z. Habe ich das richtig gesagt? Du bist zurückgefallen. So, letzte Runde. Shadow Z ist
nie der Letzte. Ja, klappe jetzt. Wow, echt schnell. So. Du bist in Führung. Gut. So. Ausweichmanöver. Das ist der letzte Sprung hier. Hier kommt Ärger. Gut. Aber jetzt haben wir's. Sky Cup Champion. Perfekt. Neues Fahrzeug. Doppelsprung gewonnen. Und Shadow Set besiegt. Und der Neuling hat's geschafft. Jetzt winken Ruhm, Reichtum und universelle Anerkennung. Aber nicht für Shadow Set. Nein, seine Karriere und sein Ruf sind am Ende. Ich bin stolz auf dich. Genauso wird's gemacht. Ganz genau. Meinen Glückwunsch an den Champion. Sieh sich einer diesen riesigen Pokal an. Gütiger Schrott. Wie kriegen wir den bloß nach unten? Gar nicht. Das ist meiner. Du verdienst ihn nicht. Du bist ein Niemand. Ich habe ihn verdient. Nach mir wurde sogar ein Rasierwasser benannt. Guck. Eine Rollschuhmarke. Mein drehbarer Helm. Z? Und sogar meine eigenen Shadow Z-Murmeln. Extra rutschig. Im Ernst? Z? Ach, lass es, Reddington. Ich weiß schon, was. Jo, je Hilfe! Ich bereue alles! Tja, wir überlegen uns besser, wie wir das Teil runterbringen. Wird schon nichts passieren. Dafür büßen die noch. Wenn ich diese Betrüger erwische, dann erleben die ihr blaues Wunder. Und zwar richtig. Wham! Also kehren wir zurück zum Turbofeld. Die Racington-Rennbahn war noch niemals berühmter. Und du bist offiziell der weltbeste Rennfahrer. Nett! Ist das zu fassen? Der Sky-Pokal landete genau auf der Rennbahn. Die Chancen waren minimal. Erzähl mir nie, wie meine Chancen stehen. Was? Oh, sorry. Falscher Film. Da wäre nur noch eins. Was denn? Wie erging es wohl Shadow Z? Ja, wie wohl? Ja. Okay. Das Game ist doch jetzt vorbei, oder nicht? Also, ich schätze mal. Unglaublich! Und auch wieder nicht! Du bist der Sky Cup Champion! Aber eigentlich war mir schon damals auf dem Turbofeld klar, dass du das Zeug dazu hast. Naja, du sagtest, falls der Neuling Fiedel nicht gefällt, suchst du so lange nach einem Fahrer, bis es endlich passt. Aber zum Glück liebt Fiedel unser Renntalent. Stimmt's, Fiedel? Oh. Wir zeigen gleich den Abspann. Bleib noch ein wenig und sieh ihn dir an. Denn vielleicht folgt danach oder mittendrin ja noch eine wichtige Szene, die du nicht verpassen möchtest. Keine Ahnung, was dieser Schwebetext soll. Er ist auch immer seitenverkehrt. Aber es ist faszinierend. Okay, da haben wir den Abspann. Und damit die Story von diesem Game. Es gibt zwar noch einiges zu tun in diesem Game, aber ich glaube, fürs Let's Play langt das, wenn wir tatsächlich nur die Rennen jetzt als die Story machen, weil der Rest ist einfach Herausforderungen, Herausforderungen, Herausforderungen. Naja, damit ist dieses Game auch schon wieder vorbei. Muss ich überlegen, wie ich weitermache.
Muss ich echt überlegen. Ah, das gucke ich morgen. Das gucke ich morgen, wie ich das mache. Besser gesagt, an dem Tag, wo die Folge rauskommt, weil ich habe das jetzt am Samstag aufgenommen und die Folge kommt ja morgen, Sonntag, den 5.5. online. Aber, naja. Jetzt gucken wir uns aber noch die Credits an und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und dann weiß ich noch nicht, was für ein Let's Play jetzt kommt. Ich hätte sehr viele Games gerade hier bei mir rumflaggen. Ich muss aber noch entscheiden, was ich davon jetzt spiele. Ich würde jetzt gerne eher kürzere Games zocken, solange noch Xenoblade läuft. Und es läuft doch wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich schätze doch wahrscheinlich 60 Folgen oder so ungefähr. Je nachdem, wie ich jetzt vorankomme mit der Story. Schätze ich so, dass ich in noch mindestens 40, 50 Folgen unterwegs bin in dem Game. Naja. Ich hätte ein Pokémon-Game hier, was ich ausprobieren möchte. Ich glaube, das bringe ich entweder. Oder ich gucke mal meine PS5 den Premium-Account durch. Also nicht Premium-Account. Den Premium-Spiele-Katalog. Vielleicht sticht mir irgendwas ins Auge. Vielleicht bringe ich auch langsam mal Final Fantasy 7. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Oder ich bringe das als Let's Play an Abend, ich weiß noch nicht. Aber wir sind ja noch mit den Games ein bisschen beschäftigt, die um 18 Uhr kommen. Mit Ghost of Tsushima noch länger. Mit GTA weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich glaube auch noch lang. Was zocke ich jetzt statt Lego 2K Drive? Ich glaube, ich mache einfach wieder ein Pokémon-Game. Die Games sind lustig, unterhaltsam. Und relativ schnell eigentlich auch durch. Aber dieses Problem, das Gute ist ja jetzt, die Pokémon-Games, die ich da habe, kenne ich nicht. Ich mache dann, glaube ich, nochmal eine Umfrage auf meinem Kanal. Nee, das ist schon zu spät. Ich glaube, ich fange einfach mal mit irgendeinem von dem an. Muss mal gucken, in welcher Reihenfolge ungefähr, aber ich glaube, ich fange mit einem, ja, mit Pokémon Legenden Arceus an, oder wie man es ausspricht. Und dann hätte ich noch Pokémon Pearl? Ich weiß gar nicht, dieses, ich glaube Gen 6 ist es mit Cynthia. Das Remake für die Switch. Muss ich mal gucken. Ich habe Pokémon Strahlende Diamant noch. Entweder bringe ich Pokémon Strahlende Diamant oder Pokémon Legenden Arceus. Aber ich glaube, ich bringe eher Pokémon Legenden Arceus, bevor ich mit Strahlende Diamant weitermache. Und ich hätte auch noch Pokémon Purpur hier liegen, aber das nehme ich dann als allerletztes Pokémon-Game von den dreien. Weil das eins der neuesten ist. Und ich würde sagen, wir spielen eher die älteren erstmal, bevor wir mit den neuesten anfangen. Weil bei den neueren ist es ja so, dass sehr viele sowieso ein bisschen kritisieren wegen der Grafik. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist und ob das ausgebessert wurde, aber als es released wurde, wann war das eigentlich? Ich glaube, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Entweder 22 oder 23. Ich glaube allerdings Ende 22, Anfang 23, irgendwie sowas. War ja die Grafik für viele extrem beschissen, weil es auch ab und zu so richtig gehangen hat. Aber naja, wir spielen als nächstes auf jeden Fall Pokémon Legenden Arceus, dann Strahlende Diamant und dann Pokémon Purpur. Mit der Erweiterung, weil die war bei der Cartridge dabei oder ist dabei. Aber naja, jetzt lassen wir erstmal den Abspann hier durchlaufen. Und dann beenden wir die Folge. Wie lange geht denn der Kack noch?
Tja, Champ, du bist jetzt der größte Rennstar in Bricklandia. Und wir haben gerade erst angefangen. Bitte, was? Ganz recht. Du hast inzwischen überall auf der Karte Fans, denen es eine Ehre wäre, wenn der Sky Cup Champion für eine Revanche zu ihren Rennen zurückkehrt. Vergiss nicht, dass noch jede Menge Aktivitäten, Sammelobjekte und wütende Roboter auf dich warten. Also los, Renntalent. Lass uns da rausgehen und der Welt zeigen, was du wirklich drauf hast. Aber naja. Was? Oh nee. Wie gesagt, ich beende auf jeden Fall jetzt das Let's Play hier. Und den Rest mache ich dann privat, weil das ist jetzt nur noch reines Gesammle. Oder irgendwann, wenn ich mit Streams anfange, können wir das ja irgendwann mal streamen und nebenbei just Chatting machen. Weil so schwer ist das Game ja nicht. Aber naja, ich würde sagen, ich beende das Let's Play hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Let's Play wieder einschaltet. Ciao. Oh ja. Gladius.